Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute über eine bestimmte Form oder eine Sonderform des Transpilings reden. Normalerweise heißt Transpiling ja Quellcode nach Quellcode übersetzen. Das heißt zum Beispiel JavaScript-Code umwandeln in Python-Code zum Beispiel. Aber hier soll es jetzt eher darum gehen, dass wir Python dazu nutzen, ein anderes Python-Skript zu erstellen, das wir dann wieder benutzen können. Und der Einsatzfall, wo so etwas hilfreich sein kann, den ich sehe, ist, um Funktionsverkettungen reduzieren zu können. Eine Funktion muss bei einer Rückgabe den Output in einem Postprozess aufbereiten und die nächste darauf folgende Funktion liest diesen Output ein und muss den dann aber auch schon wieder als ersten Schritt zerlegen, parsen. Und um da also Post-Processing und Parsing Arbeit und Zeit zu sparen, wäre es besser, wenn wir statt zwei Funktionen mitten zu verketten, eine dritte Funktion hätten, die quasi schon die Hintereinanderausführung dieser beiden direkt ausdrückt als ein Code. Und das Beispiel, das konkrete Beispiel, das ich jetzt hier mitgebracht habe, ist das mathematische Pendel. Das ist also geht hier um numerische Simulation. Wir sehen hier im Übrigen, die blaue Linie ist der Ausschlag des Pendels, die orange Linie ist die Auslenkungsgeschwindigkeit. Hier ist also das Simulationsproblem schon gelöst worden. Ich möchte mich erstmal ganz kurz im Schnellabriss vorstellen, wie also der klassische Weg aussehen würde. Das Herzstück der Simulation ist diese Funktion Create Euler System Function Classic, Classic für den althergebrachten Weg. Ja, wir kombinieren die Systemfunktion einer Differentialgleichung beim Euler-Verfahren mit den dividierten Differenzen, mit denen erste Ableitungen ausgedrückt werden. Also hier haben wir genau so eine Verkettung. Wir verketten die Systemfunktion, eine Differentialgleichung, auf die Funktion, die Ableitung approximiert als dividierte Differenzen. Die dividierten Differenzen, die sind hier drüber definiert und die Systemfunktion fürs mathematische Pendel habe ich hier in meinem eigenen File ausgelagert. Die seht ihr hier. Also die Erdbeschleunigung, die Länge des Pendels. So, dann ist hier Phi ist der Auslenkungswinkel, Omega ist die Geschwindigkeit des Auslenkungswinkels. Da haben wir also Phi und Omega, aber auch die Ableitung dphi und d Omega aus dx raus. Und dx ist ja dann, was durch die dividierten Differenzen ersetzt wird. So, das ist das Herzstück und dann haben wir hier unsere eigentliche Simulation. Hier passiert nicht viel, wird ein Startzeitpunkt festgelegt, da wird ein Endzeitpunkt festgelegt, eine Zeitschrittweite, also eine Auflösung, mit der wir die Lösung der Differentialgleichung zur Differentialgleichung approximieren wollen. Es wird ein Startwert erzeugt, zum T0 wird ein X0 erzeugt, also was ist der Startpunkt des Pendels, wie weit ist es am Anfang ausgelenkt und wie schnell ist es. Und ich habe gesagt, hier NP halbe, das sind Radialzahlen, also 90 Grad ausgelenkt, aber es hat keine Geschwindigkeit. Also ich halte es gerade fest und lasse es los sozusagen. Und was wir wollen, ist eine Datentabelle erzeugen, TSXS, wo dann die verschiedenen Zeitpunkte, zu denen dann hier verschiedene X-Werte, also verschiedene Zustände, also verschiedene Auslenkungswinkel des Pendels da dann eingetragen werden. Eine solche Liste kann man dann interpolieren, um dann wieder diese Grafik zu erzeugen, die ihr hier gesehen habt. Ja, das ist genau das. Ich habe hier jetzt eine Interpolation dieser Datentabelle. Und diese Datentabelle, die wird hier mit dieser While-Schleife erzeugt. Auch hier passiert kein Hexenwerk. Hier wird dann immer auf den letzten Zeitpunkt die Schrittweite drauf addiert, um den nächsten Zeitpunkt zu erzeugen. Dann holen wir uns die Systemfunktion, die da ein Nullstellenproblem definiert, das mit einem Nullstellenlöser auflösen. Machen wir ein bisschen, das sieht man hier unten, printen hier so eine Fortschrittsanzeige und der neue Zustand wird dann XS angehangen. Dann können wir TS und XS, also die Zeitpunkte und die Auslenkungswinkel zurückgeben und plotten. So, jetzt bei dem neuen Transpiling-Ansatz, dazu gehen wir hier hoch. Da habe ich eine, und da wird es ein Folgevideo geben, wo wir uns hier diesen Expression Graph angucken. So, was ist denn das hier? Das ist ein Skript von 360
Zeilen, also auch nicht besonders lang. Aber mit diesem Expression Graph kann ich tolle Dinge tun. Und das werden wir jetzt sehen, welche. Wir können nämlich einen Haufen Variablen definieren. Sagen wir, definieren uns ein t als Variable t, x als Variable x und so weiter. Also tx, dx, phi, d phi, Omega, d Omega, die Erdanziehungskraft, die Länge des Pendels. So. Und jetzt definieren wir hier auch, jetzt nutzen wir diese ganzen frisch erschaffenen Variablen und wenden genau die ganzen mathematischen Operationen an, die wir hier auch bei der Systemfunktion Classic angewandt hatten, um die Differentialgleichung für das mathematische Pendel zu beschreiben. Das machen wir hier also in gleicher Form. Das sind die exakt dieselben Operationen, die hier stattfinden. Aber jetzt, und da möchte ich mal kurz das alles hier hinten am Ende auskommentieren. So, aber jetzt setze ich das hier alles in so einem F-String ein. Also einen ganz normalen String, wo ich Lücken mit Variablen auffüllen kann. Und dann printen wir uns die mal aus. Und was passiert, ist das folgende. Ich habe vergessen, in der Main hier unten zu sagen, nein, nicht Classic, machen wir nur den Euler Generate. So. Genau, jetzt, hier unten sieht man es jetzt schon in der Konsole. So, und was passiert ist, hier überall, wo ich die Lücken eingefüllt habe, dx ist ja hier oben als dx gesetzt worden. Also hier wird dx eingesetzt, hier wird x eingesetzt, hier wird t eingesetzt. Hier werden die ganzen anderen Variablen, die ganzen Variablen, die wir alle definiert haben, die werden hier eingesetzt. Jetzt wird aber auch hier out 0 und out 1 eingesetzt und siehe da, tatsächlich all die Operationen, die ich benutzt habe, um out 0 und out 1 zu erzeugen, haben hier auch sich selbst als String generiert. Das ist das eigentliche Transpiling jetzt. All die mathematischen Operationen, die auf die Atom-Objekte hier angewandt wurden, die wurden getrackt und es wurde ein dazu passender String erstellt, der auch die Reihenfolge der Operationen und alles beachtet. Also ein nahezu äquivalenter Python-Code oder ein äquivalenter Python-Code ist generiert worden. Äquivalent, aber nicht identisch. Man sieht hier, ich habe hier g geteilt durch längs in Klammern gefasst. Im Erzeugnis sind aber keine Klammern mehr, weil die auch nicht notwendig waren. Also die Klammersetzung, auch, die wird automatisch geprüft und von Atom vorgenommen. So, und damit kann ich also die Systemfunktion der ODI ganz gut beschreiben. Jetzt gehen wir aber eben, jetzt können wir aber eben einen Schritt weitergehen. Jetzt können wir einen Schritt weitergehen. So, jetzt können wir hier Phi old, Omega old holen jetzt, wir hatten ja hier oben schon Phi und Omega und jetzt holen wir uns Phi old, Omega old. Jetzt wollen wir die Verkettung von Funktionen auflösen. Und ach, huch, ja. Und jetzt können wir nämlich sagen, d phi, hier oben haben wir d phi als Variable noch definiert gehabt. Jetzt sagen wir aber, dass d phi eine Dependency bekommt. Und zwar die dividierten Differenzen angewandt auf phi. Das habe ich hier vorhin vergessen zu ersetzen. Entschuldigt, dann machen wir es halt eben jetzt im Video. So, die dividierten Differenzen. Das war ja hier unten die Funktion, die genau diese erste Ableitung approximiert. Die rufen wir jetzt also hier auf. So, wir sagen jetzt also, d phi ist keine Variable mehr, sondern es bekommt jetzt eine eigene Abhängigkeit. Das ist der Zwischenstand, der erzeugt wird, nachdem die dividierten Differenzen berechnet wurden. Und dann sage ich jetzt hier auch use identifier. Also er soll da nicht mehr d phi hinschreiben, sondern er soll die Abhängigkeit stattdessen hinschreiben. Sage ich, ist false, das mache ich für d phi, das mache ich aber auch für d Omega. Und dann bekommen wir jetzt eine neue Systemfunktion, eigentlich schon die mit eingesetztem Euler, also die sysfunction stree with baked in Euler, nicht better. Ja, also, ja, genau, also die Systemfunktion mit dem eingebackenen Euler. Und dann können wir uns die auch ausgeben lassen. So, dann sehen wir hier oben war die ursprüngliche Systemfunktion der ODI und jetzt haben wir hier die neue Systemfunktion. Wir haben fast nichts geändert. Out 0 und Out 1 sind exakt so geblieben, wie sie vorher waren. Ich habe nur gesagt, dass d phi und d Omega sollen sich jetzt anders verhalten. Und
Siehe da, statt Omega minus d Phi steht jetzt da Omega minus der dividierten Differenzen definiert auf Phi. Und hier unten in der zweiten Komponente genau das gleiche. Hier steht dann am Ende nicht mehr plus d Omega, hier steht plus dividierte Differenzen in Omega. Wir können also Euler in die Funktion reinbacken und dann sparen wir uns die Verkettung. Das heißt damit also einmal weniger Output-Post-Processing und einmal weniger Input-Parsing. Ja, und wenn wir dann gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter bis hier. So, dann sagen wir jetzt, wir nehmen jetzt die Systemfunktion mit Baked-in Euler. Wir splitten an allen Zeilenumbrüchen und fügen aber an den Splitpunkten wieder zusammen mit Zeilenumbruch und einer Einrückung von 4 Leerzeichen. Und das können wir jetzt einbetten in einen neuen F-String, wo wir noch ein bisschen hier import numpy, sin ist gleich np-sin, wo wir noch ein bisschen Zeug drumherum reinpacken, zum Beispiel auch hier, dass wir phi old omega old aus x old auslesen, sondern bekommen wir hier also einen neuen F-String, unseren dritten und letzten F-String. Auch in den können wir noch einmal reinschauen. So, das hier war unser letzter Stand. Und jetzt bekommen wir hier generated Euler root system function import numpy snp sinus ist np sin dev create Euler system in drinne wird die dev sys function definiert und auch zurückgegeben. Also das Ding erzeugt uns zu jedem Zeitpunkt jetzt das neue Nullstellenproblem. Und wenn ich jetzt hier System Function Python, das Python-Skript löschen wir weg, weil wir es jetzt frisch neu generieren lassen können. With open systemfunction.py, mode write, also ja, Modus schreiben, und schreiben einfach die Euler System Function raus. Dann können wir das nochmal ausführen. Und da ist die Systemfunktion. Und hier ist jetzt der erzeugte String oder das erzeugte Skript, das wir eben noch als String in der Konsole bewundern durften. Und damit können wir jetzt ein letztes Mal, so jetzt brauchen wir die Main Classic, brauchen wir nicht, Euler Generate brauchen wir nicht, Main from Compiling. Die Main from Compiling, die lädt genau diese Create Euler Sys aus der System Function, importiert die rein und wendet das Simulationsskript drauf an. Wir sehen hier in der Main Classic, da hatten wir auch schon Simulate Create Euler Sys Classic und die System Function Classic. Die Systemfunction, die brauchen wir jetzt nicht mehr separat mit übergeben, weil das ist jetzt ja alles baked in das Create Euler System Function. Wir brauchen also nur noch das übergeben. Wir erzeugen wieder unsere Datentabelle, plotten das und am Ende kommt raus mit wenig Überraschung der gleiche Plot wieder, also die Lösung des mathematischen Pendels. Oh, das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, in einem Folgevideo, das bald kommt, schauen wir uns also an, wie dieses Atom funktioniert, mit dem ich hier, wie dieses Atom funktioniert, hier Atom, mit dem ich hier mathematische Operationen tracken konnte, um sie dann als String wieder rauszuprinten, um auf diese Weise Python-Funktionen zu generieren. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir noch gerne einen Daumen da. Ich würde auch gerne mit euch in Interaktion treten, also könnt ihr auch bitte gerne kommentieren, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Lasst uns in Interaktion treten. Unter diesem Video wird es keinen Link zu den Quelldateien geben, also ich werde zu diesem Video noch nichts hochladen. Erst zu dem Folgevideo, da kommt dann alles mit einmal. Also da kommt dann sowohl das Atom als auch dieses Beispiel hier. Ansonsten ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.